Das fällt dir ja früh auf. Yes. Ja, kurz vor Peng sagt er mir, Mensch, hier, du moderierst an und ich stehe da wie Depp und Trottel und weiß nicht wieso, weshalb, warum. Und wir sind hier immer noch im Portal 2. Ohne meinen Kopf kann ich nicht reden. Und wir sind hier immer noch im Portal 2, die komischen Gänge und Röhrchen hier, die verdeutlichen das ja auch schon. Ich habe hier schon, ja, während der Chor kurz mal weg war, habe ich schon gelunzt hier so ein bisschen und was getestet und da unten, da so. Da habe ich dann quasi mein Dings her und das schützt uns jetzt hier. Ne? Also das so ist viel raffiniert. Ja. Hat mich auch ganz genau 50 Minuten gebraucht, gedauert, genötigt und so. Verstehst du? Mhm. Wie auch immer. Ich hab den Dings, du hast den Bums. Du klingst robotisch. Ich hab mich jetzt aber. Jetzt hab ich den. Ich sollte den Download, den Upload wieder starten. Jo, jetzt klingst du wieder normal. Das ist ja super. Was war denn das jetzt? Keine Ahnung. Alte Sau ist zu Hause bei mir. Jetzt kann ich an mir liegen. Du guckst schon, Berliner, du! So, also wie gesagt, Upload ist jetzt abgebrochen, obwohl das vorhin funktioniert hat, keine Ahnung. Wenn es wieder robotisch klingt, musst du Bescheid sagen, dann müssen wir auch eine Lösung finden. Ja? Alles klar. Gut, ich bin, Der Stinker, ich bin KMP100, der mit der Zahl hinten dran. Wir spielen Portal 2, los geht's. Was ein Intro. Hab ich schon Play gedrückt? Ja, hab ich schon. Wir haben 2 Minuten schon verquatscht. Ja. Mein Gott. Ich hüpfe mal hier hoch und dann geht's hier los, die Reise. Okay. Hui. So, ich hab mich hier, komm. Noobs. Ey, du bist echt krass, du bist richtig gut. So bin ich. Oh Gott. Da unten kann man was hinknallschen. Wo? Da so. Hell yeah. Ups. Oh mein Gott! Ich bin. Du musst uns beschützen. Du musst uns doch beschützen. Ich hab ich gesagt. Ich hab Bin. Du musst ihn beschützen. Ich muss hier den Beschützdingens holen. Da. So, und jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe. Wo bist Guck du? Dich genau um. Huch. Gott. Ja, es geht schon los, siehst du? Da verpasst schon jemand was. Hä? Wieso sind das jetzt zu? Das ist mir ein Rätsel. Wo kann ich denn hier und darf ich denn hier? Und Job? Ich hab keine Guck mal, da drüben ist so eine Wand, hier. Ich hab. Ja, ja! Dreh dich doch mal! Ach ja. Ich hab's gesetzt zum Schluss. Berliner Bewegungslegastheniker. Spinn der Dicke, ich kann nicht so warte, schnell. Warte, wo ist was? Vielleicht da oben rechts? Oder. Warte, was haben wir noch für Möglichkeiten? Da oben rechts vielleicht? Alter Schwede, ey. Was tust du mich jetzt hier? Krass, jetzt spring hoch in das Loch. Hast du den Kaffee nicht bekommen oder was? Warum sind die Dinger hier weg? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat das Spiel gesehen, das Spiel spielt zum Berliner mit, für dem ist das alles zu schwer. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Das ist gut möglich. So, und jetzt guck mal hier unten, guck mal da. Ja. Siehst du das? Oh ja. Schön. Siehst du? Gehen die ganz von alleine kaputt. Jetzt musst du das Ding weiter vorsetzen. Ach nee, musst du nicht. Wir fahren ja einfach durch. Sehr gut. Na Gott sei Dank bin ich schon drüben. Ja, sehr gut, dann hast du ja vielleicht... Vielleicht kann ich ja das Level schon beenden, ne? Ich setz mal das Ding ein. Wo ist denn die Scheibe? Oh mein Gott, die Scheibe ist nicht da. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, doch, hier ist sie. Haselocke? Ja? Ich befürchte... Na, ich gucke mal. Moment. Geschafft. Das System hat wieder Strom. Aha. Ich bin voll verbunden. Ich kann alles sehen. Okay, na, ich mach mal hier diesen. Passiert. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Ich habe die Mission für uns beide abgeschlossen. Du musst durch. Ich habe deinen Verkackerer wieder ausgebadet. Danke. Das ist ja lieb, aber ich habe das Spiel jetzt nicht mitbekommen. Also, den Part des Spiels. Der ja, dann Hassner Zerkackerer. Ein Grund mehr, mal auf den Channel vom Chor zu gucken. Genau, endlich musst du mal ein Video von mir. Seine Sicht. Quasi die intelligente Sicht. Bei mir ist die Pummelchenfee-Sicht, sozusagen. So, wo ist denn hier die 5? Ich gehe mal stark davon aus, da drüben ist irgendwas zu reißen, ha? Nee, wo? Da? Drück mal Knopf. Komm mal hier rüber, drück mal Knopf. What? Holy moly! What the fuck? Oh my god. Oh my god. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich so ein Typ bin, der...
Boah, Alter. Holy shit. Dass ich so ein Typ bin, der den Heidepark Soltau meidet? Ja, ich auch. Ich hasse es. Kurs diese ausgelegt. Achterbahn ist für mich ein Graus. Sie einen Kurs und begeben sich dann zum Warnung. Extrakurse spielen nach der Hauptkampf. What? Ach so, hier sind vielleicht Spoiler. Das ist... Geben sich bitte zu den Demontagekammern. Ist das hier eine Demontagekammer? Nein. What the fuck? Special Missions, Alter. Korrekt. Das kann man freispielen. Und die habe ich noch nicht mal gehabt. Ich auch nicht. Die haben wir damals nicht gewonnen. Oh, da haben wir was, auf was wir uns freuen können. Jetzt müssen wir ganz schnell durch die 5 durch. Wo bist du denn wieder? Ich komme doch. Ich bin ja gleich so weit. Wo bist denn du? Na, hallo? Ich bin hier geblieben. Hier ist doch eine... Wieso bist du durch das Exit-Ding-Rohr gegangen, ha? Das will ich jetzt mal wissen. Echt? Du bist in das Exit-Rohr reingegangen. Ja, ich hab dich nicht gesehen. Ich komme auch in das Exit-Rohr rein. Sehr gut. Da kommen wir doch nicht weiter. Doch, da war eine Tür. Da war schon offen. Ich stand schon vor den 2 Aufzugkammern. Du Poppes, du. Aber ich bin doch kein... Keine Geduld, der Mann. Keine Geduld. Ja, jetzt musst du natürlich warten, bis ich bei dir bin, ne? Kleiner. Komm da rein. Will Master. Die haben bloß gesagt, das spielt nach der Hauptkampagne, nach der Singleplayer-Kampagne. Wahrscheinlich sind das Story-Spoiler oder so. Mhm. Oder? Kann doch Sinn. Ich weiß es nicht. Lass mich sind diese komm ich nicht immer voll so permanent. So, jetzt guck mal hier. Jetzt kommen wir hier rein. Ah, gucke. Nur 3? Was? Wie nur 3? Ja, aber da sind doch, guck da sind Schlösser. Die können wir alle freispielen. Hab ich das hier nicht? Ich bin bereit, Alter. Ich bin bereit. Komm, ich auch. Sowas von. Yes, Mann. Extra Mission, die wir beide noch nicht kennen. Das wird spannend jetzt. Ui. Naja, spannend. Spannend. Gut. Dann, das Gute für dich ist, du hast mich dabei. Und das Gute für mich ist, ich hab dich dabei. Richtig, ja. Wir können das Gefehle auf gegenseitigen Charakteren abschieben. So, warte mal. Was habe ich? Wir haben einen Special-Bereich gefunden. Jawohl, haben wir. Ist das ein Special-Bereich? Also ich glaube nicht. Das ist ein Special-Bereich. Gucke dir das an, Alter. Die letzten Tests mit mir sind 100.000 Jahre vergangen. Nein, es ist nicht special. Erinnert ihr euch noch an die Menschen? Es geht ihnen gut. Wir haben alle Rätsel gelöst, ohne euch. Tests haben jetzt nur noch eine rein künstlerische Bedeutung. Die Menschen wollten unbedingt, dass ich euch meine neuesten Werke zeige. Hier in der Zukunft, wo alle Menschen noch leben. Das erste Werk nenne ich Türme. Es zeigt, dass wir willenlose Maschinen sind, die nach einfachen Regeln handeln. Oh Gott. Kann die jetzt nicht mal aufhören zu reden? Lasst euch aber nicht vom Subtext verraten. Oh, ich habe eine Idee, warte mal, guck mal. Guck mal, warte mal, was ich dir gleich rüberschicke. Du schickst mir was? Hey, gut, dass du die drehst du dich vielleicht mal? Alter, der steht manchmal da wie ein Fels. Also, ich muss dann immer an, wo war das? An die zwei Kanadier von South Park muss ich denken, wenn sie vor dem Haus stehen und sagen, wir warten jetzt mal, wir können ja einen Schatz suchen. Und dann gucken sie links und rechts und unter ihrer Schuhsohle und ich finde nichts. So wirkst du manchmal auf mich. So klug, wie du jetzt auch sprichst, kannst du mir sicherlich erklären, was ich hier mit dem Dingen soll. Ja, das kann ich dir auch sagen. Du musst garantiert... Ja. Jetzt dräng mich mal nicht so. Okay. Du musst garantiert da an den zwei Typen vorbei, die da stehen. Du könntest alternativ mit dem Würfel die Typen für mich erledigen. Wie soll ich denn das machen? Na, du kannst doch das Dingens darauf zielen, mit dem Laser, der da links von dir runterkommt. Rechts von dir. Ja, dann gib mir jetzt hier. Und danach, wenn ich die kaputt gemacht habe, muss ich dir den Würfel schießen, damit du die auf meiner Seite kaputt machen kannst. Genau so ist es. Oh, sorry. Warte mal, ich muss jetzt mal hier. Jetzt. Sag halt gleich sowas und steh nicht mal erst rum, ey. Cool. So, jetzt muss ich dir das Ding aber feuern. Jetzt musst du. Achso, ja, richtig. Ja, dann gib mir das erstmal her. Damit du nämlich da hinten sind bei mir nämlich auch 2. Die musst du für mich kaputt schießen. Sehr gut. Oh, er hängt gerade wieder im Spiel, aber man hat sich wieder überhaupt nicht. Achso, ich musste ja hier. Ja. Nach der kurzen Pause ist der Coral P so ein bisschen nicht mehr in Topform. Ja, es ist ja auch fremd hier alles. Ich habe ein bisschen Angst auch. Oh. Ups.
Moment. Warte, ich habe eine Idee. Nee, ich passt schon. Nein! Doch, das machen wir dann einfach nochmal. Ah, okay. Deine Idee ist toll. Nein, fuck. Nein, fuck. Alter, wir haben alles gedacht. So, jetzt stell du dich mal da wieder auf deinen Schalter. Wie ich da einfach durchlaufen kann, weil der Würfel vor mir steht, die mich nicht kaputt machen können. Fuck, du musst diesen Würfel da reinlegen, damit du... Ah! Wie geil ist das denn? Wusste gar nicht, dass man den als Schutzschild nehmen kann. So, und jetzt pass auf, jetzt schicke ich dir den Würfel wieder und wenn du den da reinlegst, gib für mich nämlich hier auch die Tür auf. Gehe ich mal stark davon aus, ne? Total toll. So, dann geh mal wieder zurück. Warte, ich ebne dir den Weg. Ich werf mal den Würfel hier in die Säure rein. Ja. Du musst noch dein Loch da drüben machen. So, walte deines Amtes. Blüpp. Sehr schön. Hui. Hui. Entschuldigung. Wieder ein bisschen männlicher sein hier. So, zack. So, ich glaube. Yes. Na bitte, Brigitte. Ey, jetzt müssen wir hier so nebenher arbeiten quasi. Das ist ja auch mal interessant. Oh my God. Du bist aber so weit weg. Du auch. Du hast bei dir drüben was, wo eine Kulle rauskommen kann. Korrekt. Die kommt da raus. Ja, und deswegen musst du die zu mir rüberschießen. Hast du irgendeinen Knopf? Ach nee, der ist ja da drüben bei dir. Ja, du musst das mal darüber. Genau, geh mal darüber. Du kannst ja. Und dann musst du diese Rüberschieß-Ding mit mir machen. Auf dem Boden da. Genau. So. Butsch. Hey! So, was mache ich damit jetzt? Das ist eine gute Frage, ne? Das muss hier rüber. Da kannst du. Gehst erstmal da, ich geh mal hier durch. Ach, oh, jetzt wäre sie fast wieder weggerollt, die Drecksau. Ach, so. Die muss jetzt wieder hier rüber. Irgendwie. Rollt die weg? Die rollt echt weg. Guck dir das an, wie sie Richtung Säure rollt. Alter. Kleines Drecksvieh. Kannst du damit schießen? Ja, ne? Nee. Hm? So, da liegt sie gut. Jetzt gucken wir uns hier mal um. Also ich vermute ja, da drüben ist irgendwie ein Schalter bei dir. Ah ja, guck mal, also da kann ich auf jeden Fall gut rüberkommen. Da drüben muss ich die Kugel reinlegen. Drüben muss ich die Kugel reinlegen. Das heißt, du musst die Kugel jetzt wahrscheinlich von dort fliegt die rüber nach hier, dann muss die da wieder raus, fliegt sie wieder zurück und dann hast du sie da hinten. Ich kann sie fangen, ja. Irgendwie. Aber wie kannst du sie mit ein bisschen Speed... Muss das getimed werden? Dass die ganze Zeit hin und her springt? Dass du die gar nicht auffangen musst? Dass die einmal hier fällt, zack, nach da, dann da raus, dann da rüber, dann renne ich schnell hierher? Verstehst du? Das kann natürlich sein, dass wir dieses Ding jetzt von vorne starten müssen, meinst? Ja. Aber das, du musst ja durch dieses Lichttor da gehen, dann sind ja dann... Obwohl, können sie ja eigentlich. Das ist ja egal, das kann ich. Okay, also wie genau ist das machen? Du startest bei dir, die fällt runter durchs Loch, kommt aus dem Ding raus, kommt zu mir rüber, ich mach quasi hier ein Loch und dort ein Loch. Genau, und derzeit dann fliegst du wieder rüber, in der Zeit kannst du das da und dort. Und du musst dann da drüben die Empfang nehmen. Ja, leck mich fett. Okay, warte. Den versenke ich mal. Kannst du ja, kannst versenken, richtig, genau. So, jetzt mach ich mal hier zack und zack. Oh, leck, da muss ich reagieren, ja? Ja, musste. Dann würde ich mal sagen... Are you ready, Brother? Ich bin ready. Gut. Huch, falsch. So, nee, falsch. So, jetzt. Hui. Schwupp, schwupp. Und fliegt sie schon? Plupp. Ich fange sie. Yes. Na bitte. Ist das nicht geil gewesen? Halleluja. Das ist ja instinktiv richtig gewesen. Coole Nummer. Das ist echt cool, dass wir jetzt so nebenher laufen. Ey, das sind die besten Missionen im ganzen Spiel, muss ich sagen. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Oh, am Ende. Oh, guck mal, wie die Kammern vertauscht sind. Für ein Brain Experiment wahrscheinlich. Ich bin voll
nach links gelatscht. Oh, weißt du, was passiert ist? Was denn? Ed vibriert. Was, wir sind schon durch? Der Part ist schon rum, ja. Du hast ja am Anfang so dolle gequatscht. Oh my God, du hast so gequatscht. Nee, du hast so gequatscht. Du hast gesagt, du bist das Level vorgelaufen und hast schon mal und hier und jenes und hast du nicht gesehen. Und dann, oh, und dann habe ich nämlich dir die Einleitung abgenommen, habe gesagt, hier ist Core IP100, der mit der Zahlen dran und so. Echt? Und dann habe ich gesagt, ich bin der Stinker? Mhm. Ach, ist ja ein Ding. Na, das passt ja, dann brauchen wir ja nicht mehr so viel sagen jetzt zum Ende. Richtig. Ach, bis auf? Wir haben monströs custom extra Missionen gefunden, die ich persönlich noch nicht kenne. Und das finde ich cool. Yes. Und das freut mich. Yes. Und da sage ich doch mal. Warum habe ich jetzt gelacht? Ich weiß es nicht. War, glaube ich, das falsche Icon. Wie ich immer lache. So, mit dem Tritt in die Eier wird mal auf Wiedersehen gesagt. Und euch quasi hier aus diesem heutigen Folgen-Let's Play rausgeklatscht sozusagen. Im verbalen übertragenen Sinne. Ne? Und der nette Adrette, der Call PR100 ist morgen, glaube ich, auch wieder dabei. Also wenn er sich jetzt nicht kurzzeitig verabschiedet oder so. Hast du vor? Nö, ne? Hast du nicht. Nö, hat er nicht. Fantastisch. In dem Sinne sage ich danke fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und zwar, wenn es heißt Let's Play Call PR100 mit dem Stinker, der gerade wieder eine robotische Stimme gekriegt hat. Das kotzt mal an. Damn it. Also, Rinjaun. Tschüss. Tschüss.